Was haben bekannte Persönlichkeiten wie Keira Knightley, Sigmund Freud und Leonardo DiCaprio mit dieser deutschen Reisegruppe gemeinsam? Auch sie waren einst zu Gast im Grand Hotel Pupp in Karlsbad. Von hier aus startet unsere zweitägige Tour durch das westböhmische Bäderdreieck. Die Kurstadt ist berühmt für ihre 12 Quellen, denen eine heilende Wirkung zugesprochen wird. So soll schon der römisch-deutsche Kaiser Karl IV. Ende des 14. Jahrhunderts seine kranken Füße im mineralhaltigen Wasser der Quellen gebadet haben. Kultstatus erlangte es aber nicht als Bade, sondern als Trinkwasser. Weil der wichtigste Teil der Kur gerade Trinkkur ist, die Patienten sollen hier dreimal täglich eine Stunde vor dem Essen mit schöner Schnabeltasse in die Wandelhalle kommen, Wasser trinken, sich dabei bewegen. Mit Temperaturen zwischen 30 und 72 Grad sind diese 12 Karlsbader Quellen sehr warm. Kalt genießt man dagegen die 13. Quelle. Was für den Bayern der Bärwurz, ist für den Tschechen der Becherowka. Die Patienten sagen auch, das ist die Quelle mit der besten Wirkung. Also die Quelle, welche wirklich sehr gut wirkt auf die Verdauung. Man soll ein Gläschen vor dem Essen trinken, ein Gläschen nach dem Essen trinken, aber drittes Gläschen kann schon gefährlich sein. Erstes Glas für Gesundheit, zweites Glas für gute Laune und drittes Glas auf eigene Gefahr. Wir probieren nicht nur 3, sondern 5 Stamperl des Nationalgetränks. Immerhin will jede Sorte einmal verköstigt sein. Danach macht sich vor allem der Alkoholgehalt von 38% bemerkbar. Ob das Wasser in Kombination mit dem Kräuterlikör wirklich eine heilende Wirkung hat, darüber sind sich unsere Tester uneinig. Ich gehe mal davon aus, dass das dann eher eine Langzeitwirkung hat. Also ich persönlich habe jetzt leider noch keinerlei Reaktionen feststellen können, aber wahrscheinlich habe ich das nicht intensiv genug benutzt. Es geht mir gut, obwohl wir sehr viel gegessen und getrunken haben. Ich glaube, das hat bestimmt dazu beigetragen, dass ich trotzdem mich wohlfühle. Ich glaube, das geht nicht so schnell. Wir glauben mal daran, dass das vielleicht bei Kuren kommt ja die Wirkung sowieso erst später, dass sie das erst einstellt, wenn wir dann wieder in Bayern sind. Der zweite Tag unserer Tschechienreise führt uns nach Marienbad. Während sich Karlsbad sehr lebendig präsentiert, herrscht hier pure Idylle. Eine Oase für Ruhe- und Erholungssuchende. Im Rahmen zahlreicher Kurprogramme können sich die Urlauber rundum verwöhnen lassen und entspannen. Was zu empfehlen ist, sind die Kuren hier zu machen. Wasser trinken, andere Naturheilmittel ausnutzen, wie Moor, wie trockene Gas. Es werden verschiedenste Anwendungen angewendet. Also es sind nicht nur klassische Kuren, sondern Wellness, Gesundheitsaufenthalte. Also man kann sich hier wirklich erholen. Ein besonderes Highlight in Marienbad ist die singende Fontäne. Sie erklingt täglich zwischen 7 und 22 Uhr zu jeder ungeraden Stunde. Doch nicht nur die bekannten Kurstädte haben ihre Sehenswürdigkeiten. Im Kaiserwald locken die Städte Locket, zu Deutsch Ellbogen, und Petschau mit ihren Burgen. Die Ausstellung in der dortigen Burg ist auch für uns eine Station unserer Reise.
Der Reliquiarschrein des heiligen Maurus wurde am 5. November 1985 entdeckt. Es war in der ältesten Teil des Areals in der mittelalterlichen Burg und dort wurde nicht nur der romanische Reliquienschrein entdeckt, sondern auch etwa 150 Flaschen von erstklassigen Weins und Cognacs. Kostproben? Leider Fehlanzeige. Nach diesem zweitägigen Programm wird es auch für uns Zeit, Bilanz zu ziehen. Also ich bin ganz überwältigt von dem wunderschönen Böhmen. Dieser Zuckerbäckerstil, der hat mich sehr beeindruckt und es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Es ist nicht übervölkert, so habe ich den Eindruck, und viel Natur, das gefällt mir sehr gut. Es ist wunderschön, eine tolle Landschaft. Ich bin sicherlich nicht zum letzten Mal hier gewesen, also es gibt wirklich sehr schöne Hotels hier und auch viel zu machen. Außerdem spürt man den Hauch der Geschichte. Ja, jetzt machen wir heute noch einen schönen Abend und dann geht's morgen schon wieder nach Hause. Den letzten Abend verbringt unsere Reisegruppe auf der marokkanischen Nacht des Tourfilmfestivals 2014 im Grand Hotel Pub. Und bei all dem Luxus fühlen wir uns Keira Knightley und Co. noch ein Stückchen näher.